Ich wünsche Ihnen noch ein Wunder. Wir werden jetzt. Mein Name ist. Guten Abend, Moskau. Mein Name ist Lothar Schmeichel. Ich bin hier, um Ihnen ein paar neue Aussichten unserer... So viel dazu. Ich bin hier, um Ihnen ein paar neue Ausschnitte aus unserer Sendereihe Verbrechen zu präsentieren. Der entlaufene Verbrecher. Wo ist er? Hier sehen Sie eine Szeneninterpretation. Sie sehen, das ist ein ganz schöner Burschenor. Nun weiter zu unseren nächsten Themenschwerpunkten. Mein Name ist Lothar Speichel. Ich wünsche Ihnen noch ein Wunder. Wir werden jetzt. Mein Name ist Lothar Speichel. Hallo? Ein Statement bitte zu. Jetzt kommen wir zu unserer Sendereihe Statements. Ein Statement bitte. Oh, da kommt unser Kunde. Da, Entschuldigung. Hallo? Hallo? Können Sie bitte? Haben Sie ein Statement für die Wochenschau? Ja? Und jetzt das Neueste aus dem Boulevard. Samuel rief Jehova an. Was hat das zu bedeuten? Sehen Sie im Anschluss die unglaubliche Geschichte der Maria Nymphedora Magdalena Marietta Smith aus Mississippi in Alabama, die einem unglaublichen Verbrechen zum Opfer fiel, die von ihrem eigenen Staubsauger ersaugt wurde. Mehr dazu im Anschluss. Das sind Emotionen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lothar Speicher. Wurde Kanzlerin Merkel von ihrem zukünftigen Nachfolger Karl Theodor zu Guttenberg aus dem Hubschrauber geschubst? Oder ist sie nur hinunter gesprungen, weil sie es so eilig hatte, in ihrem politischen Fall noch tiefer zu sinken? Mehr dazu jetzt in Lothar Speichels Speichelschau. Das könnte ja einen ganz schönen politischen Skandal auslösen. Mich würde es ehrlich gesagt wundern, wenn diese Sendung daraufhin nicht zensiert würde. Holla, was machen Sie denn hier? Nein! Ein Fehler unterlaufen sein. Politische Skandale, ja oder nein. Ein kleiner Streich unserer Redaktion. Ich möchte mich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern dafür entschuldigen. Ein schöner Abend hier im Berliner Bezirk Spandau. Ein schöner Abend, um von Lothar Speichel interviewt zu werden. Ich habe heute Abend einen Gast hier, liebe Damen und Herren, der Mitglied einer Sekte ist. Mitglied einer Sekte sein wird. Er hat sich nicht rausgeschrieben aus dem ganzen Abonnement dieser Zeitschrift Der Wachturm. Ich selber bin Abonnement.
Erhalter. Ein Abend, wo Ludger Speichel schon einige Fälle aufgedeckt hat. Ein Abend, wo Ludger Speichel gezeigt hat, Reporter müssen nicht immer neutral sein, Reporter dürfen auch Zivilcourage zeigen. Reporter müssen auch Zivilcourage zeigen. Aber halt nicht jeder. Heute bei Speichel forscht, das Interview mit einem interessanten Gast, Rüdiger Wurm von den Zeugen Jehovas. Guten Abend! Person elektronisch unkennbar gemacht. Ist es zu brisant, wenn ich Sie nach den Motiven frage, sich einer Sekte, können wir so nennen, anzuschließen? Oder sollte ich vielmehr sagen, einer Glaubensgemeinschaft? Ne, Sie haben Ihr eigenes Mikrofon. Ja. In der November-Ausgabe 2010 steht: Und wenn du das Licht suchest, selbst in tiefester Finsternis, so kannst du das Licht finden. Ja, das tut hier nichts zur Sache. Offensichtlich, liebe Damen und Herren, haben wir hier heute einen Gast im Studio, der sich gerne selber reden hört. Jeder denkt sich seinen Teil. Herr Wurm, Zeugen Jehovas, kontrovers, ja. Eine Gefahr für unsere Gesellschaft? Die ganze Aktion. Also man kann es, ich bin... Ha. Wir leben zwar quasi im Untergrund und in gesellschaftlicher Ächtung, aber... Ich möchte Ihnen nur ungern hier das Wort abschneiden, Herr Wurm. Wir haben Sie heute nicht zu propagandistischen Zwecken eingeladen. Wir möchten Sie heute anhören. Wir möchten heute über Sie richten. Und im Anschluss einen Scheiterhaufen mit Ihnen veranstalten. Auf einem Scheiterhaufen wird man Sie dann heute sehen, in Aktion. Ich möchte nicht sagen, Sie werden brennend begeistert sein. Ein Interview mit Ludger Speichel mag aufregend sein. Ein Interview mit Ludger Speichel mag interessant sein für die Zuschauer, für meine Fans, für meine mehreren Lebensgefährtinnen. Ich werde mich nicht darauf beschränken, hier einige gesellschaftliche Randthemen anzusprechen, wie zum Beispiel Probleme mit den Zeugen Jehovas. Wann oder wo? Oder weshalb? Herr Wurm, haben Sie das letzte Mal holländische Gurken im Internet bestellt? Und haben Sie sich hinterher gewundert? Ich höre gerade, aus Burundi, ich muss abgeben. Ich gebe ab, nur ungern, liebe Damen und Herren, Sie wissen, Sie sind bei mir gut aufgehoben. Ich gebe ab nach Burundi und man wird sehen, was passiert, liebe Damen und Herren. Ich gebe ab. Boah. Guten Abend, dieses Ludger Speichel.